Ach, Brunnen der Einsel? Moment. War ich hier nicht schon? Oder so? Das war auch dieses komische Gebiet, mit diesen Phantomrittern und so weiter. Ja, nur hier war ich wahrscheinlich noch nicht, ja. Ah, okay. Ich war hier. Hier war ich noch nicht. Insel. Cooler Scheiß. Will ich hier allerdings sein? Nein, irgendwie nicht. Upsi, dupsi. Ah, geh mal zur Seite. Also mittlerweile liege ich hier einfach nur noch so halb auf dem Sofa. Ich schenke mir mal kurz meinen letzten Schluck Tee ein. Immer schön hydriert bleiben, Freunde. Immer genug trinken, das ist super duper wichtig. Ah, super duper wichtig. Als ob die da wirklich bei diesen Energy-Pulver Witze darüber machen. Mit snippst du schon oder trinkst du noch? Oder andersrum. Geiler Scheiß. Als ob das einfach riesen Ameisen sind. Hey, Sports. It's in the game. Wir gehen wieder hoch. Obwohl. Verdammt. Ich hätte erst leveln sollen. Ich finde es halt in dem Spiel relativ anstrengend, dass hier sehr wenig erklärt wird. Oh, geil. Gleich mal meine kleine Schwester anrufen, warum sie dir Herzchen auf das Zeug schreibt. Das ist jetzt nur ein Witz, weil meine kleine Schwester ebenfalls so heißt. Wird wahrscheinlich irgend so eine Startup-Firma sein, die, keine Ahnung, Supplements verkauft wahrscheinlich. Ich kann das auch, was ich festgestellt habe damals, als ich mich bei vielen Firmen beworben habe, ich kann das überhaupt nicht ausstehen, wenn Firmen so auf Krampf versuchen, hip und modern zu sein. Die wirken dann so extrem unseriös, das ist einfach nur krank. Alleine beim Vorstellungsgespräch sich zu duzen, ohne dass man es halt sozusagen abspricht, fand ich übelst unangenehm. Das war, ja, Turbo-Cringe. Also das war fast auf dem Niveau von meinen eigenen Videos schauen. Ich habe auch überlegt, ob ich meine Videos nicht einfach so auf 1,5 von der Geschwindigkeit her einstelle. Weil ich wirklich immer so das Gefühl habe, ich wirke wie so eine Schlaftablette, der man einfach beim Sprechen so die Schuhe ausziehen kann. Dabei habe ich eigentlich, wenn ich jetzt hier so kommentiere, nicht so das Gefühl, als dass da irgendwo groß, wie sagt man, so Freizeichen werden. Ja, da war gerade ein riesen Freizeichen.
Es ist einfach so viele lange Stellen, an denen nichts passiert. Ist wahrscheinlich aber nur mein eigenes Empfinden, weil ich halt eben weiß, was passiert ist. Beziehungsweise, ja, mein Gedächtnis ist in sowas relativ gut, Sachen, die schon passiert sind, abzuspeichern. Ob ich die dann bewusst nochmal nacherleben kann, ist was anderes, aber mein Unterbewusstsein ist sehr stark ausgeprägt. So würde ich das jetzt mal formulieren. Das ist mir auch damals schon in der Schule aufgefallen, dass mein Unterbewusstsein viel effektiver oder viel besser in der Schule ist als mein tatsächliches Denken. Wenn ich so unterbewusst irgendwelche Aufgaben in Chemie lösen musste, war ich meistens um einiges besser, als wenn ich darüber nachgedacht habe, was ich hier eigentlich tue. So nach dem Motto, wenn man, also so der erste Gedanke ist der richtige Gedanke. Oh, da sind wieder ganz viele weiße Wölfe. Das ist so verlockend, die umzumähen. Ich muss die einfach mein Schwert spüren lassen. Komm her. Augenblick, ich lese sofort den Chat. Ich muss gerade darauf konzentrieren, Wölfe abzuschlachten. Die sind schon niedlich. Ja, der ist gut. Sehr, sehr gut. Den kann man leider nicht casual einsetzen. So als Begrüßung, wenn man sich das erste Mal den Eltern vom anderen sozusagen vorstellt. Also du hast natürlich wirklich einen Partner, der zufälligerweise Vogel mit Nachnamen heißt. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich. Das ist ein Magier. Wo ist Marie Hans? Da ist Marie Hans. Oh, Marie Hans ist tot. Oh, magische blaue Blumen. Wieso sind hier so viele Leute gestorben schon wieder? Ist da irgendein großer Boss, der mich jetzt gleich hier abfarmen will? Oh, nein. Nur fucking nervige Magier. Machen aber auch nicht so viel Schaden. I mean, ich habe natürlich einen Hauptteil meiner Skillpunkte in Leben gesteckt, aber naja. Also ein Tennisball durch einen Gartenschlauch, das ist schon eine Leistung. Aber was für ein Gartenschlauch? Eher so einen soliden, also so einen harten Schlauch oder eher so einen weichen? Bleib stehen, du kleiner Gurkenlutscher. Also ich habe einen eleganten Schlauch. Der ist schön grifffest. Und optisch habe ich mir sagen lassen auch recht ansprechend. Und da passt eine ordentliche Menge Wasser durch. Lieber Twitch-Mitarbeiter, der sich das später nochmal anschauen muss. Es tut mir leid.
Diese zweideutig eindeutigen Sachen sind alle geplant. Ja, Fadi hat meinen Gartenschlauch schon gesehen, der kann das bewerten. Allerdings ist er, glaube ich, voreingenommen. Beziehungsweise er ist beeinflusst. Er kann keine objektive Meinung dazu finden. Fassen. Tun. Oh, guck mal, hier ist eine Gnade. Karikanischer Lehrsaal. Erstmal leveln. Oh, zwei Level, eigentlich nicht schlecht. Oh, mittlerweile kostet schon 10.000. Der Fadi hat auch immer ein Monster Package dabei. Egal wohin er geht. Oh, etwas gehört auf dieses Podest. Geiler Scheiß. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das jetzt sehr nervig. Ich werde dazu keinen Kommentar abgeben, der das einordnen würde. Das gehört sich einfach nicht, glaube ich. Und erstmal alles abfeuern, was man hat. Oh, da war ein Magier. Ich gähne wieder ins Mikrofon. Tut mir leid. Holy Freakerino! Man kann es auch Obstidee. Man kann es auch ruhiger angehen. Und ich stand hinter der Mauer. Heilige Scheiße. Oh, Junge, ist das nervig. Also, auf die Frage, ob Fari ein Cageboy ist, kommt darauf an, ob er artig war oder nicht. Und das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe.
Das wird ein unglaublich nerviger Bossfight. Ist das nervig? Was heißt hier die beiden? Binding Master gehört auch mit dazu, ja. Also eigentlich. Gerade bin ich nur nachsichtig. Alter, macht mich dieser Kampf fertig. Das ist ja... Mann, jetzt hör doch mal auf da oben, das ist ja ätzend. Du denn? Oh, au, au, au. Ja, medizinische Gründe würde ich sagen. Au. Jetzt hör auf. Alter Vater, ist das ein anstrengender Scheiße. Junge, ich will schreien. Das ist ja... Das ist ja so unangenehm. Junge, Junge, Junge. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ein Leben gewastet. Nein, als ich. Ich durfte sie ja nicht anvisieren. Nein! Oder es. Oh Junge, nicht nochmal. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, die Entwickler hassen es einfach, Mensch. Manche Menschen. Ich versuche nochmal zu sprechen. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Entwickler hassen Lebewesen. Jeglicher Art. Das ist ja so unangenehm des Todes. Ich glaube, das ist der erste Fahrstuhl, wo nicht absolute Schwärze, sondern Wasser ganz unten ist.
Und ich habe gerade mit dem Fuß ausgetreten und mich dabei so blöde gekratzt. Weil ich mich natürlich jetzt aus Versehen gekratzt habe, juckt der scheiß Mückenstich wieder. Könnte schreien. So, mir ist es unangenehm. Ja, dann schlaf gut. Vier Stunden? Bin ich schon wieder seit 4 Stunden wach oder so? Also. Wir streamen schon seit 4 Stunden, ja. Ah, natürlich sind das lenkende Geschosse. Nicht lenkende Geschosse werden ja langweilig. Wait, wie baust du dir deinen eigenen Ryo zusammen? Was soll das? Moment, du hast schon deinen eigenen Ryo, was soll das? Ja, nicht für zu Hause. Okay, das ist eine akzeptable Ausrede. Ja, was auch immer ich da gerade getroffen habe, ich habe was getroffen. So, erstmal das wieder ablegen. Ich überlege immer noch, ob ich nicht einfach so ein Ryo Dakimakura rausbringe. Der so wahrscheinlich Kosten-Nutzen-Faktor 0. Weg hier, weg hier! Blödes Mistvieh. Bin ich irgendwie schwächer? Ich mach die nicht mehr in Two-Hits. Ja, ich glaube, die sind tatsächlich einen Ticken zu teuer. Ohne dass da jetzt viele Abnehmer hinter wären. Ähnliches gilt auch für einen eigenen Merch-Shop. Dafür braucht man schon so ein paar Abnehmer. Und ich zähle da als Abnehmer nicht dazu, auch wenn ich wahrscheinlich mein eigenes Merch kaufen würde. Käme ich das eigentlich dann umsonst? Oder müsste ich einfach nur den Einkaufspreis zahlen?
Nein, sie ist mir entkommen. Alter. Junge, ich kotz im Strahl. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ach, ich sehe schon, was mein Problem ist. Ich habe meine Waffe nicht gedual-wield. Dementsprechend habe ich verminderten Schaden gemacht. Beziehungsweise weniger Schaden. Weil man mit zwei Händen ja mehr Kraft ausübt. Endlich! Ich weiß gar, ich habe jetzt die Preise von Spreadshirt nicht im Kopf. Aber ich glaube, man braucht da wirklich so ein paar Abnehmer, so 10, 11, 12. Ich habe die blöde Tante besiegt. Ich habe zwar keine Heilung mehr. Aber ich hab sie. Das war ja so ein Abfuck. Hoffentlich gibt's hier wenigstens irgendwas. Geil, mehr Gründe zum Sterben? Ratten. Okay, ich habe damit gerechnet, dass der auf mich herunterfällt. Da bin ich early. Ach nee, ich töte die Ratte jetzt nicht. Das ist es mir nicht wert. Also es ist, glaube ich, gar nicht so, dass ich zu wenig Ideen für Merch hätte. Weil die Abnehmer einfach nicht vorhanden. Upsi, supsi, supsi. Himmelssamen-Talisman. Das war's? Man kommt nicht höher? Ach, man kann wahrscheinlich die Treppe runterfahren oder so. Mit irgendeinem Mechanismus. Vielleicht von oben dann später. So, was hat mir jetzt dieser Talisman gebracht? Cool. Geiler Scheiß. Boah, das fühlt sich irgendwie unbefriedigend an. Fühlt sich sehr unbefriedigend an, muss ich sagen.
Wo ging es hier hoch? Hier? Ja. Ist nichts, oder? Absolut gar nichts. Boah, das fühlt sich echt unbefriedigend gerade an. Das ist ja schrecklich. Hätte ich nicht vielleicht einen Talisman oder so bekommen müssen? Also für das Podest? Muss ich vielleicht diesen Himmelstränen-Talisman dann hier drauflegen? Nee, also wenn es ja ein Talisman ist, den ich tragen kann, dann irgendwie nicht. Müsste dann sowas wie, naja, ein Questgegenstand sein. Bin verwirrt. Bin gerade mittelmäßig verwirrt. Oh, kein Objekt voraus. Immer noch kein Objekt. Gut. Warum existiert das dann? Naja, dekomäßig, ja. Das macht mich immer so nervös, wenn es hier Ecken gibt und Kanten, aber da nichts existiert. Wieso kommen hier aus der Ecke Gegner? Als wäre hier irgendwas. Naja. Ist aber nichts. So, dann fahren wir hier wieder runter. Etwas gehört auf dieses Podest. Dankeschön. Boah, geil. Ja, das Teil kann ich da auch nicht drauf werfen. Mal schauen. Vielleicht finden wir im Verlauf des Spiels noch was. Damit wir hier rüber können. Arianischer Lehrsaal. Okay. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir. Hier waren wir auch großteilig. Dann gehen wir mal hierher. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ich muss auch sagen, dieses Astolfo Cosplay-Bild, was ich jetzt gestern hochgeladen habe, war das, glaube ich? Ja. Das ist ja auch wieder so exorbitant gut gelaufen. Verstehe gar nicht, warum. Also ist ja nicht so, dass ich das Bild schon 3-4 Mal gepostet habe. Das Einzige, was ich da an dem Bild geändert habe, war so ein bisschen, ich habe gleich mein Gesicht rausgeschnitten und die Farbtemperatur angepasst, ein bisschen entrauscht und Klarheit durchgebracht, die Schärfe erhöht. Also ich habe jetzt so ein bisschen Bildbearbeitung an dem Bild versucht. Was ist das denn?
Okay. Interessant. Und ihr seid Feuerschnecken. Schnecktastisch. Schnecki, Schneck, Schneck. Schnecktastisch. Schnecki, Schneck, Schneck. Schnecktastisch. Ja, ich habe halt wirklich kaum was an dem Bild verändert und es hat nur, keine Ahnung, zum 12. Mal hochgeladen. Wahrscheinlich habe ich einfach nur mittlerweile eine größere Reichweite als damals. Weshalb es mehr Leute gesehen haben und es dementsprechend mehr gerepostet wurde, was wieder dazu führt, dass es mehr Leute gesehen haben. Ja, macht schon einen gewissen Unterschied, ob ein 200-Follower-Account irgendetwas postet oder ein 450er. Ich habe im Übrigen fast die 500 geschafft auf Twitter, ich bin erstaunt. Ich habe eigentlich schon wieder so mega Lust, dieses Bondage-Zeug zu machen, oder das Shibari Rundknoten-Dings, was ich angekündigt habe, aber ich komme irgendwie nicht wirklich dazu, das ist schrecklich. Ja, ich bin bald halber Großuser. Unglaublich. Ich hab dann schon einen weiteren Punkt abgehakt für die Twitter-Monetarisierung. Ich habe dann schon fast 500 Follower und ab 500 Follower kann man Twitter-Posts monetarisieren. Man muss dann noch einen gewissen, wie sagt man, so einen gewissen, gewisse, Hirn, spuck's aus. Eine Mindestanzahl an Views pro Monat machen. Ich hab so 1 Million Views im Monat. Oh, ich will eigentlich den seine Sense haben, die ist cool. Wer kam denn eigentlich auf die Idee, das so in so, keine Ahnung, so einzuteilen, dass man ab 1000 Follower ein Großuser ist? I mean, nicht, dass ich das schlecht finden würde, aber wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, hier ist Mr. Schildkröte. You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria.
Okay. Oh, was there something you are free to? I would serve as your guide if you find anything. Unless perhaps. In which case I will share. Oh cool, ich kann Zauber bei ihm lernen. Ich kann Anrufungen lernen. You wish to know more? Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. You wish to know more of Lady Renala. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Ja, Fadi ist einfach krass mittlerweile mit seinen 1,8k Followern. Er war nur krass, dieser Junge. Oh, eine goldene Nähnadel. Cool. Ja, dein Content ist halt mega cute. Du bist halt einfach von Haus aus so richtig niedlich zum Knuddeln. Und ich bin halt einfach nur groß. Größe verkauft sich nur in einem bestimmten Kontext auf Twitter. Und diesen Kontext erfülle ich nicht. Also nicht in dem Sinne. Da oben drauf irgendwas? Nee, nicht in dem Sinne. Da gibt's schon ordentliche Kalaschnikows auf Twitter. Also richtige Femboy-Kalaschnikows auf Twitter. Nein, ich immer noch nicht. Also ich meine von der Größenordnung richtige Kalaschnikows. So 21 cm Teile und größer. Okay, da oben drauf ist nichts. Aber bei ihnen können wir jetzt auch ein bisschen Magie studieren. Na gut, dann füttern wir ihn mal mit dem ganzen Spaß, den wir hier haben. Oh, what very well, let us heresy is not all things can be. Oh, what have very well, heresy all thing. Wird ein Blitzspeer? Boah, da brauche ich echt viel Glauben. Glaube nicht, dass ich das kann. Oh, das kann ich. Oh, what have we here? Very well, let us heresy all things. Schnelle Schimmersteinsplitter, okay.
bin halt so Glaube und... Okay. Also für Anrufung braucht man Glauben. Wir kaufen das einfach mal. Hier vorne war das Teil. Ja, in Elden Ring kann ich nicht alles. Warte mal, ich habe eine neue Kriegsasche gelernt. Boah, dann skaliere ich mit Weisheit. Das finde ich nicht ganz so geil. Würde ich plus 71 machen. Also bisher sind wir bei 191. Nee, was haben wir aktuell? Plus 59, plus 75 und Blutung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ohne Kriegsasche wäre das Schwert so ein Ticken stärker. Allein das sei ja, das macht ja 144 plus 144. Wäre schon geil. Naja. Moment. Ich kann auf Schilder Kriegsasche packen. Das wusste ich nicht. Zauber lernen? Ist das hier? Kann ich das einfach so wirken? Ich glaube nicht. Wäre halt schon geil, wenn ich sowas für eine Erklärung bekäme. Okay. Nähnadel für Halbgötter. Kann ich hier einen Zauberstab reinpacken? Ja. Und ich bin damit überladen. Okay, ich kann damit immer noch nicht das Dingsbums machen, aber ich könnte zaubern. Oh. Wie zauber ich denn? Da. Also, wir finden das noch heraus. Irgendwann. In einer fernen, fernen Zukunft. In der ich nicht jeden mit einem Schwert verkloppe. Also hier oben dafür ist die Schildi. Dann gehen wir hier runter. Ich merke mittlerweile wie der Controller verschleißt, den ich habe. Wenn ich mir irgendwann mal einen Markencontroller kaufen sollte, hoffe ich einfach, dass der länger hält als das, was ich bisher immer kaufe. Ach, die Schnauze. Die Knöpfe werden jetzt so langsam steif. Wie als hätte man die schon zu oft gedrückt. Okay, man muss dazu sagen, ich habe damit Lies of P durchgespielt mit dem Controller. Und wir spielen schon ein paar Stunden Elden Ring.
Ja, also ich habe halt hier, das ist, der tut so, als wäre ein PlayStation-Controller. Und ja, man merkt halt so ein bisschen, wenn er stärker bespielt wird, geht er relativ schnell kaputt. Ich habe hier auch noch drei andere Leichen an Controllern rumliegen. Aber ich meine, der Scheiß kostet mich jedes Mal so 20 Euro. Ich glaube, der hier hat sogar mehr gekostet, weil ich mal qualitativ hochwertiger sein wollte. Da unten ist eine Gnade. Als ob die von da unten einfach snipen. Was ein kranker Scheiß. Da ist so eine Wand. Jetzt macht mal halblang. Ja, maybe, aber so ordentliche Xbox-Controller kosten halt aber auch gleich mal so 60 Euro. Man muss auch sagen, die Controller-Leichen, die ich hier rumliegen habe, sind halt auch von, keine Ahnung, 4-5 Jahren sehr intensiven Game. Also ich schmeiß die jetzt nicht so durch die Gegend. Die haben halt, einige haben halt einen Umzug mitgemacht. Fallen mir dann auch hin und wieder mal runter. Wie es halt eben so ist. Liegt ein Kabel, stolper ich drüber, reise alles mit dem Kabel runter. Ich warte noch auf den Tag, an dem ich hier meine Tastatur abreiße. Weil so häufig, wie ich schon über das Kabel gestolpert bin, ist einfach nur lächerlich. Irgendwie freue ich mich so ein bisschen auf die eigene Wohnung, weil ich dann endlich mal, was soll ich sagen, einen Schreibtisch habe? Oh, Junge! Was ist das denn schon wieder für ein Scheiß? Das ist halt einfach Auto-Hit. Oh, ich lass mir gerne von dir helfen. Alter. Obwohl ich eigentlich sagen muss, das sollte ich in meinen 2 Monaten, die ich in der Ausbildung hatte, zumindest schon halbwegs gelernt haben. Oh, ich will da oben nicht lang. Das tut weh. Wenn die Gegner mich halt absolut immer anvisieren, das ist perfekt. Warte mal, kann dir dann maybe beim Kabelmanagement helfen? Ich sehe da tatsächlich gerade keinen zweideutigen Joke. Ach so, mein Kabel zu managen. Das darfst du gerne. Ich lasse dich sehr gerne mein Kabel managen.
Ich habe im Übrigen mittlerweile meinen YouTube-Kanal auch in den Linktree reingepackt. Bin ich nicht toll? Bin der Beste, ich weiß. Oder habe ich das gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Okay, von hier links kommt Beschuss. Oh ja, Junge! Alter, ist das ätzend! Ja, natürlich. Schieß durch deinen Freund durch. Das macht mir gar nichts. Alter, du blöder Penner, weg hier jetzt. Ich hatte kurz wieder den Chat verloren. Nur ganz kurz. Ich finde, manchmal übertreibst du so ein bisschen, ja? Ich bin nicht wirklich perfekt. In keinster Weise. I mean, es geht schneller, meine Stärken aufzuzählen, als meine Schwächen. Das sagt eigentlich schon alles. So, da hinten ist das Fettfuß-Olympiade. Olympiade? Muss ich da auch noch anders hin? Hier hinten rum vielleicht? Ohne jetzt durch 20.000 Sniper-Stellungen rennen zu müssen. Nope, ich bin nicht perfekt. Da streite ich vehement ab. Ah, okay, ich komme hier gleich her. Wie hat man die denn besiegt? Okay. Ich glaube, das Teil braucht noch ein bisschen mehr Bass. Okay. Okay. Getroffen. Oh oh. Habe ich genug?
Ich glaube, ich habe genug erwischt. So, was gibt's hier? Cool. Echo-Duplizierungsmenü. Warte mal, was ist denn ein Echo? Okay, ich habe noch keine Echos. Und es ist anscheinend nur einmal... Okay. Sind Echos von so großen Bossen dann, wo man die Bosswaffe bekommt? Wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das das ist. Da ich aber bisher noch nicht sowas habe, kann ich das nicht machen. Die Kellerlilie. Cool. Verdammt. Hier oben? Nein. Hier drauf? Hier drauf? Okay, dann eben nicht. Ach, da ist ja noch so ein Mausoleum. Bleiben die eigentlich ewig tot? Oder bewegungsunfähig? Oder stehen die einfach irgendwann wieder auf? Wenn die halt einfach keinen Bock mehr haben. Komme ich denn da hoch? Na? Komm schon, meine Bergziege. Ha! Das war so gewollt. Ach du Kackbergziege. Das war eindeutig nicht gewollt, sondern man sollte dort durch, aber okay. Okay, hier ist noch irgendwas. Und dort oben ist noch eine alte Fingerleserin. So, in dem Mausoleum wird wahrscheinlich genau dasselbe sein. Da ist ein... Oh, ich muss absteigen, um das, um die Gnade zu berühren. Ich finde die roten Haare im Übrigen sehr geil. Sehr gay. Och, voilà. Frames, bleibt mal hier. Ich brauche euch noch. Hä? Du bist gay. Ich bin noch in keinster Weise gay. Oh, Wolfies. Tot. Doch, alle sind gay. Die Gay-Evolution.
Alter. Wir müssen alle Game machen, dann sind wir einig oder so. Du hattest meine Gurke in der Mund, das ist proof genug. Okay, was auch immer das da unten wieder ist. Wie komme ich dorthin? Das scheint mir wie ein Weg nach unten auszuschauen. Oh nein, oh nein, oh nein! Ich würde sagen, ich bin erfolgreich unten angekommen. Ich liebe es, bei Jump'n'Runs erfolgreich an allem vorbeizufallen. Ich bin tatsächlich dort, wo ich... Der reicht nicht. Ja, das war nur aus Spaß und er ist gestolpert und hingefallen. So wie ich letztens auf den Nacken und auf meinen Hals. Ich bin ja auch links und rechts einfach ganz ungünstig gefallen. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar wieder verheilt. Also fast. Hier drauf und dann hier drauf und dann hier drauf. Ich klinge so zweideutig, ich weiß gar nicht warum. Das kann auch jedem mal passieren, dass man ganz ungünstig fällt. Mari ist auch einmal ganz ungünstig auf mir draufgefallen. Zweimal. Gnade berührt. Ja, wir sind halt alle sehr clumsy. Cool, ich brauche einen Schimmersteinschlüssel. Wo auch immer man den herbekommt. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, what a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss without even the half crescents that wish to be whole before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? Ja, ich habe wieder alles verstanden, was die Dame mir erzählt hat. Ich glaube, wir müssen hierher. Gibt es hierzu eine Karte? Muss ja eigentlich. Komm, hoppe de Hü. Auf geht's.
Okay, hier kann man auch nach unten oder so. Boah, Junge, geht mit deinem Gebimmel auf den Sack. Ich weiß gar nicht, wie man hier sterben kann. Au. Das sieht hier so langsam wie das Elden Ring aus, das ich kenne. Also episch ist das ja schon. Kann das sein, dass man den gar nicht zu Fall bringen kann? Sondern dass man von oben da drauf springen muss oder so? Naja, dafür bin ich eigentlich gar nicht hier. Sondern ich wollte hier in die Minen. Boah, sieht doch sicher aus. Nein, hier sind wieder solche Dinger. Was für Schmiedesteine finde ich hier? Ah. Versprungene Kristalle. Hm. So, kann man hier runterspringen? Ja. Juhu, gesprungener Kristall. Ich weiß nicht, was der bringt. Juhu, gesprungener Kristall. Ich weiß nicht, was der bringt. Oh, warte mal, ich muss 2 Tote hinzufügen. Ich habe den letzten nicht hinzugefügt. Das war Nummer 55. Ich weiß gar nicht, ob so ein Counter überhaupt irgendwas bringt. Ich finde ihn halt nur mega witzig. Um so mitzuzählen, wie oft ich schon krepiert bin. Ich meine, für den Progress, den wir im Spiel haben, sind durch die Anzahl an Tode auch nicht schlecht. Also wenn man mal berücksichtigt, dass ich glaube weniger als 50% an Bossen gestorben bin, sondern mehr an der Tatsache, dass ich einfach irgendwo runtergeklatscht bin. Und ich glaube, ich habe auch so 20 Tries in den Boss mal reingesteckt, den ich einfach nicht besiegen konnte, weil Level halt nicht angemessen. Und ich sowieso Probleme habe mit Gegnern, die sich schnell bewegen. Ach so, hier ist so eine Barriere, dass das hoppende Hühn nicht mitkommt. Die Frage ist, liegt wahrscheinlich alles unten, oder? Guck mal, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Oh, guck mal, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Oh, guck mal, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Soll ich das jetzt jedes Mal sagen? Finde ich schon witzig.
Okay. Ist halt schon hart abgekupfert hier vom Aussehen. Von der anderen Mine. Oh, also die kassieren irgendwie nicht so wirklich. So, ich merke mir allerdings, bevor ich hier in den Bossraum reinrenne. Dunkelschmiedestein Stufe 2. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Bevor ich in den Bossraum reingehe, verbrauche ich alle meine Seelen. So gut es geht. Gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Widerstein. Geiler Scheiß. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Ich habe auch mittlerweile überhaupt keinen Bock nachzuschauen, was dieser gesprungene Kristall bringt. Wäre ja sonst nicht mehr lustig. Pitsch, patsch, weg damit. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Aua, nicht in den Rücken. Dodge Meister 3000. Moment, ich habe hier, glaube ich, ein paar zu viele Gegner geweckt. Alter. Doppelkill. Gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Leck mich doch. Schmiedestein. Geilomatico.
Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Ich fühle mich wie so ein TikTok-Bot, der bei bestimmten Emotes immer bestimmte Reaktionen bringt. Wiedestein. Geilomatico. Wiedestein. Geilomatico. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Nein. Wie ich Jump'n'Runs hasse. Ja. Ja, genau wie diese TikTok-NPC-Streams, also grausig. Oh, Dunkelschmiedestein. Fantastisch. Gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Bist du gerade auf der Tastatur eingeschlafen, weil du da, ASD statt das geschrieben hast? Oder war das absichtlich? Ja, ich meinte diese TikTok-Bots. Kann man denn aus... Ach so, naja, so ein bisschen verstehe ich, wie man aus das ASD macht. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Irgendwie fühlt sich meine Waffe schwach an gegen diese Viecher. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Schön den Opa in der Ecke moppen. Du kannst lieber auf mir rumtippen. Oh, gesprungener Kristall. Keine Ahnung, was der bringt. Wiedestein. Geilomatico. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir so dringend. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das war der Weg zurück. Schimmerstein-Überreste. Was bedeutet denn dieses Symbol? Neues im Lager? Ah! Oh, Schmiedestein. Geiler Scheiß. Oh, Schmiedestein. Geiler Scheiß. Ich muss aufhören damit. Das ist ja so verblödend. Ich spüre förmlich, wie ich bei jedem Mal so immer werde, bei dem ich das mache. Da ist ein Bogenschütze. Oh, ein Kristallmesser. Geiler Scheiß. Es sind, andere Frage. Ist eigentlich der Bot, der hier hin und wieder Sachen reinhaut,
Ist der eigentlich ein bisschen zu häufig eingestellt? Wenn nicht, dass der hier permanent eigentlich am Rumnerven ist. Ich finde das eigentlich von Abständen her angenehm. Er ist nur ein bisschen aggressiver eingestellt von den Zeiten. Weil so Chatbeteiligung nicht immer hier existent war. Nennen wir es so. Alter, was bist du denn für einer? Einfach Mr. Tanky. Und ich liebe einfach Blutverlust. Mittlerweile finde ich das, finde ich es echt geil, dass so eine Aktivität hier herrscht. Das war schon krass demotivierend, wenn ich mit mir alleine rede. Also das mache ich jetzt immer noch, aber mittlerweile kann ich davon ausgehen, dass mir zumindest hin und wieder jemand zuschaut. Jeder Stein ist geiler Scheiß. Da hat mir auch so ein bisschen die Motivation dann flöten gegangen, weiter zu streamen. Gesprungener Kristall. Was auch immer der tut. Nein, ich bekomme das nicht mehr hin. Ich habe das jetzt einmal gelöscht aus meinem was sage ich Repertoire. Jetzt werde ich nie wieder denselben Satz zusammenbekommen. Moment, bin ich hierher gekommen? Nee. Oh, hier geht's noch tiefer. Dann geht's hier wahrscheinlich nicht weiter. Oder? Nee. Oh, Erde erschüttern. Ja, mal schauen, wie es wird. Hin und wieder darfst du dir aber auch gerne mal so 5 Minuten Auszeit von Uni gönnen. Und wenn du die Auszeit dafür nutzt, dass du schläfst. Das ist auch nicht schlecht. Schlaf ist wichtig. Und ich werde mein Bestes geben, dich zu motivieren. Ah, okay, hier ist der Boss. Wie komme ich denn schnell wieder zurück? Hier hoch? Und hier durch die Tunnel durch? Wahrscheinlich hier hoch? Das wirkt wirklich wie ein sehr langer Weg. Okay, und dann hierher. Oh, ich habe hier Schmiedestein übersehen. Oh, ich müsste auch genug Schmiedesteine haben, um die Waffe zu verbessern. Also eigentlich müsste ich jetzt raus, die Waffe verbessern, dann wieder zurückkommen. Alter, wie lang ist denn der Weg? Warte mal, das fühlt sich nicht richtig an. Ich gebe mein Bestes, dass du deine Uni-Zeit so motiviert wie möglich schaffst. Das ist selbstverständlich.
Oh, Moment. Ich muss kurz noch mein Leben riskieren. War schön mit euch. Das ist doch aber selbstverständlich, oder etwa nicht? Dann schlaf gut, Master. So, hier durch. Da drüben bin ich gerade krepiert. So richtig gottlos. Nein! Du gottloses Dreckscheiße von Spiel! Aber das gehört doch irgendwie... Keine Ahnung. Das ist doch selbstverständlich, dass ich dich so gut wie möglich motiviere. Wenn du dir das schon freiwillig antust mit der Uni. Außerdem habe ich dich zu meinem Boywife erklärt, das bedeutet, ich muss das sowieso von Haus aus schon tun. Das steht sozusagen in den AGBs. Tschüss! Etwa Nummer 3. Ich merke mir die mal. Ich trage die gleich nach. Oh, das wäre so geil, hätte ich einen Bot, der das automatisch für mich macht. Einfach so im Overlay plus 1, blub. Ich glaube, theoretisch kann ich Mods sozusagen die Macht geben, das zu tun. Also Verwaltungsrechte auf Dingsbums geben. Also wenn ich das machen würde, hätte ich doch absolut keinen Anspruch darauf, dich mein Boywife nennen zu dürfen, oder? Das ist ja schließlich ein Geben und Nehmen, sowas. Jetzt spring doch darüber, du blöder Penner! 4. Naja, also ich mich auch nicht, aber das fühlt sich richtig an. Meistens mache ich das, was sich richtig anfühlt. Tschüss, Otto. Weißt du, die ganze Zeit springt er einfach einen Kilometer zu weit. Ah, ich hab's geschafft. Und das alles für lächerliche Schmiedesteine Stufe 3. Und ein dunkel Schmiedestein Stufe 3. Obwohl, der ist gar nicht so verkehrt. Beachte bitte meinen männlichen Schrei gerade eben. Der kam, weil es so unglaublich knapp war.
Ja, ich verstehe. Ich verstehe diesen Drang, sitzen zu bleiben. Obwohl andere Sachen gemacht werden müssen. Du verpasst jetzt auch nichts Großartiges. Ich renne nur zurück aus dem Dungeon. Geh zur Tafelrunde. Und freue mich den Keks. Boah, schon Bock auf den Keks. Zwillingsjungfernhülle? Was ist das denn? Das Spiel macht mich so fertig. Mit den ganzen Namen. Those are of a challenger, find them well. Verdammt. Bei Stufe 4. Ja, wir haben ordentlich mehr Schaden drauf. Auch wieder ein Dolch. Oh, Dolche wären halt auch so geil. So, ich kann ja hier nicht kämpfen. Oh, der Pflege hat von Haus aus Blutverlust. Nicht schlecht. Die Sense auch. Aber die eskaliert ja noch schlechter auf Stärke. Der Lederschild löst Blutverlust aus, okay. Warum auch immer. Geschicklichkeit. Wow, ich kann einmal leveln. Weil ich dann eine Rune zu wenig habe. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Link. Und nächstes Level. Wir skalieren halt so scheiße, das ist ja schrecklich. Ja. Willkommen zurück. Du hast nichts verpasst, außer der Tatsache, dass ich gerade gelevelt habe. Und irgendwann brauche ich mal eine Waffe, die ein bisschen, keine Ahnung, skaliert. Ich habe so viel gesprungener Kristall im... Ich schaue jetzt nach, was der bringt. Oh, Material zur Herstellung von Objekten. Okay. So. Ich werde jetzt einfach der Endboss hier von dieser Ruine, von dieser Mine, wird so richtig lame. Einfach so. Alter, es reicht. Ich spurte hier einfach durch.
Tschüss. Dass es keinen schnelleren Weg hier runter gibt. So. Wir müssen den jetzt einfach instant legen. Wow. Ich hätte vielleicht eine Waffe nehmen sollen, die... Keine Ahnung. Irgendeine Effektivität hat. Gegen harte Gegner. Ah, okay, das geht. Was? Okay. Also, halten wir fest. Fallschaden hat gerade den Boss geoutrunnt in Schaden, in Toten um das Fünffache. Ich bin gerade häufiger gestorben, weil ich einfach irgend so ein Gimmick haben wollte. Für einen Jump'n'Run. Als an dem Boss. Ich habe eine Heilung bei dem Boss gebraucht. Und das auch nur, weil ich dumm war. Und einfach reingerannt bin. Ich kann den Boss nicht mal teabaggen dafür. Der war halt einfach nicht existent. Also, ich hätte mich ja damit abgefunden, vom Schwierigkeitsgrad her, wenn ich die ganze Zeit so viel Schaden gemacht hätte wie am Anfang, so 19, 20 pro Schlag. Okay, kann ich verstehen? Der Boss ist arschlangsam, leicht zu dodgen, aber ich mache keinen Schaden. Fände ich ein fairer Trade? Was seid ihr denn? Ja, geht einfach nicht in den Nahkampf, obwohl der Gegner direkt vor euch steht. Sondern haltet ihn einfach mal kurz euer... Okay, wo sind wir hier zum Fick? Das sind die ganzen Gegner. Ja, das passiert mit Leuten, die sich zu viel Stress in der Uni machen. Die verlieren dann einfach den Kopf. Die brauchen die Ryu-Spezialbehandlung mit seinem starken Schwert. Alter. Aua, nicht porten. Teleportieren ist gemein. Das kann ich ja auch nicht.
Doppelkill. Ich glaube, der ist ein bisschen kopflos hier unterwegs, oder? Ja. Ein schweres Großschwert. Oh, Mausoleum-Soldatenwappenrock. Gleich mal anziehen, wie geil sieht das aus? Das sieht ja mega geil aus. Ich glaube nicht, dass ich von denen einen Helm bekomme, oder? Natürlich spiele ich auch noch Elden Ring. Elden Ring ist bisher einfach nur Bappo. Besser als Lies of P. Es gibt hier eine Rolle, die funktioniert. Meistens. Dafür blocke ich halt nicht. Also, Lies of P war halt gefühlt mehr darauf ausgelegt, dass man blockt. Und Elden Ring spielt halt mehr mit der Tatsache, dass ich wegrolle. Aua. Nehm mein Großschwert und freu dich daran. Dankeschön. Oh, die droppen Schmiedesteine. Dann lohnt sich ja doch, die umzubringen. Die kann man sich zwar sicherlich auch kaufen, aber mir auch egal. Was bist du? Und warum stehst du hier? Ich habe im Übrigen seit gefühlt 3 Stunden keine Ahnung, wohin ich überhaupt renne. Ich töte einfach alles, was mir vor die Flinte läuft. Oder vor das Großschwert. Eins von beiden. Okay, das Spiel will, dass ich nach da oben laufe. Sehr gut, dann machen wir das nicht. Wir gehen hierher und holen uns die Karte. Das wäre ja absolut langweilig, wenn ich hier der Story hinterherlaufe. Wir sind mittlerweile echt so das stylischste Ritter überhaupt in dem Spiel. Nichts schlägt diesen Stil und Skill. Ja, ich glaube, was ich weiß, wenn man die 4 Core-Bosse besiegt, kann man das, glaube ich, so in ein paar Stunden durchspielen, das Spiel. Wenn man die restlichen 30 Bosse legen will, dauert das ein bisschen. Das ist ja das Witzige an dem Spiel. Man muss, glaube ich, nur 4 Gegner oder so legen. Okay, das kann ich nicht zerdeppern. Ich muss aber sagen, das sieht schon echt geil aus. Also, ihr seht natürlich die Geilheit nicht so geil. Weil ich einfach den ganzen Bildschirm zugeklatscht habe mit irgendwelchen Sachen. Bloodborne habe ich noch nicht gespielt. So, wie soll ich das jetzt sagen? Lies of P und Elden Ring sind so die ersten Spiele, keine Ahnung, mit Roleplay-Aspekten in dem Sinne,
Also an sich meine ersten Souls-Likes-Games, aber auch die ersten Spiele, wo ich wirklich Roleplay-mäßig einsteige. Das andere waren alles Strategiebolzen. Und wenn ich Strategiebolzen meine, dann wirklich so so richtig gigantiöse Sachen. Wie Stellaris, Total War, was auch immer. Obwohl, ich habe mal so ein, keine Ahnung, Magier-RPG gespielt. Und sowas wie Star Wars The Old Republic auch, aber naja. Nicht sowas in dem Sinne. Hallo, es reicht auch mal wieder. Oh, wie niedlich. So ein bisschen weniger Sperrfeuer wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ich finde auch, meine Kreativität in diesem Spiel ist wieder beeindruckend. Ich könnte 50 verschiedene Waffen spielen. Oh, nein, 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 nein. Nicht nur 50, 500 Millionen verschiedene Waffen. Und ich nehme das nächstbeste Großschwert, was ich finde. Oh nein, weg hier. Achso, nee, du hast nur so gefurzt, okay. Das ist akzeptabel. Bist du bald mal fertig? Ich meine, ich könnte auch einen übelst krass geilen Magier spielen. Und was weiß ich nicht alles. Oh, kann es sein, dass er mich nicht trifft, weil ich hier unter ihm stehe? Ja, okay, er hat mich schon getroffen. Alter, ja, natürlich. Wie kurz soll das Zeitfenster sein zum Schlagen? Ich könnte auch einen übelst krassen Bogenschützen mimen. Oder einen Dolchkämpfer. Oder einen Speerhans. Oder was weiß ich nicht alles. Und ich nehme wirklich das erstbeste Großschwert, was ich finde. Ich könnte auch einfach ein Barbaren spielen mit einer riesigen Großaxt. Aber nein, ich mache einen Ritter. Meine Kreativität, unbeschreiblich. Alter, 300 Runen dafür, dass ich eine halbe Stunde auf allem rumhacke, was hier rumsteht. Ist ja nix. Das ist ja gar nix. Oh, was bist du denn? Eine Schnecke. Noch mehr Snackies. Oh, hallo Schnecki, Schnecki. Oh, ich glaube, du bist eine Schlange. Du hast dich gerade angehört wie eine Schlange. Ich finde euch als Schnecken viel niedlicher als Schlangen. Keine Ahnung. Ich habe die Schlange mit meinem Schwert erschlagen. Das ist so ein Zungenbrecher. Ich habe die Schlange mit meinem Schwert erschlagen. Nochmal Schlaute und ich drehe durch. Nein, da darf ich auch nicht hoch. Okay, da oben darf ist nichts. War hier nicht auch ein Drache oder so? Also mittlerweile kommt mir das Gebiet so ein bisschen bekannt vor. Das fühlt sich so an, als wäre hier echt viel zu holen. Fürs Late Game und für extrem skalierbare Gegenstände. Weil ich sehe hier gerade nur Sumpf. Eine Gnade. Habt Gnade mit mir. Bin ein kleiner Dumpfkopf.
Ich glaube, ich bin hier schon 12 Mal vorbeigerannt, bevor ich diese Gnade aufgesammelt habe. Ich liebe aber diese Atmosphäre hier gerade. Nicht so ätzend wie in Lies of P, dieses Sumpfgebiet. Bleh. Immer noch gruselig, wie viel Angst ich vor dem Spiel hatte. In manchen Momenten. Hermine, ich könnte hier auch durchreiten. Es ging um einiges schneller, aber ich würde weniger sehen. Und ich hätte weniger Spaß. Allerdings sind hier auch keine Gegner. Ach komm, hoppe die Hü. Moment, nein. Oh, ich habe herausgefunden, wie ich absteige. Moment, wie sprinte ich? Da. Ja, ich war gerade sehr verwirrt, wie ich sprinte. Hier sind überall solche Kackblumen. Die sind ekelhaft zu bekämpfen. Mit null Spaß verbunden. Nee. Eine goldene Rune. Nehme ich mit. Vorstadt der Akademie. Ach, hier drüben. Okay. Ich habe so das Gefühl, die ist so ein bisschen versunken. So ein ganz kleines bisschen. Karte. So, noch eine Gnade entdeckt. Ach, ist hier oben drauf dann diese Akademie? Cool. Warte mal. Jetzt ist die Frage: Zeigt die Gnade hier zur Akademie oder hier rauf? Sie will mich einfach nur hier durchleiten. Das ist eine sehr wichtige Frage, die ich nicht beantworten will und kann. Die kann man wahrscheinlich nicht rein. Wow, sowas würde ich auch gerne können. Ich bin leider so unbeweglich wie ein Stück Seife. Wenn man mich fallen lässt, passiert auch etwas Ungutes. Okay, hier ist eine Fingerleserin schon wieder. Hier rechts könnte es irgendwas Interessantes geben. Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. They laid hands upon my servant. The tale of House. I. Okay, irgendjemand hat irgendwas umgebracht. Hätte ich nur dies Tränen, dann würde ich auch heulen. Okay. Irgendetwas. Ja. Eine Nebenquest. Oder so. Gibt's in dem Spiel ja auch ein paar.
Mir geht's gut. Muss ich hier so ein... Oh! Ja, hab dich. Dunkelschmiedestein, geiler Scheiß. Nö. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Oh, was bist du denn? Ein Teleportzi. Oder so. Erstmal anfassen. Schaut euch nur diesen Hübschi an. Wie der Hübschi tanzen kann. Oh. Nehme ich. Nehme ich sehr gerne. Okay, das ist, wenn ich hier außen weiterlaufe. Wie außen, okay. Immer alles anfassen. Ja, aber die Story habe ich schon mindestens 12 Mal erzählt. Ich komme nicht zurück. Hier ist kein Zurückweg. Dass ich mich echt im Chemielabor zurückhalten musste, nicht immer alles anzufassen. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon so erzählt. Mit der Schwefelsäure, die so, ja, keine Ahnung, so Gelee-artig in ihrem Gefäß rumgeschwappelt hat. Weil die halt so wirklich ultra hoch konzentriert war. Beziehungsweise ultra stark dehydriert. So rum ist richtig rum. Und dadurch halt wirklich so richtig viskos, nennt man das so? So richtig wasseranziehend war. Und ja, so Finger rein war so die erste Intention, die ich da hatte. Und ich musste mich dann so zusammenreißen. Nein, mach das nicht. Das ist wirklich hochkonzentrierte Schwefelsäure. Das tut dir ganz dolle Aua, wenn du das anfasst. Nicht machen, nein, nicht machen, lass das. Oh, guck mal, eine rot glühende Perle. Die solltest du anfassen. Oder auch als ich so eine Borax-Perle machen sollte. Das ist so eine Nachweismethode. Für bestimmte Stoffe. Ist halt verdammt geil. Du machst halt. Hast halt so Pulver. Und das erhitzt du. Und plötzlich hast du halt einfach so ein rot schimmerndes Objekt. Das halt dann wie. Ja, sozusagen wie Glas wird. Je nachdem, mit was du da arbeitest, bekommt das eine andere Farbe. Und das sieht halt richtig geil aus. Und denkst so: anfassen, 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 anfassen. Oh, Schmiedestein Stufe 2. Na, natürlich. Aber man muss halt auch dazu sagen, diese Borax-Perle war mal locker flockig so 700 Grad heiß. Weil die wird halt wirklich im Zentrum vom Bunsen, beziehungsweise an der heißesten Stelle vom Bunsenbrenner gemacht. Also direkt über der blauen Flamme, beziehungsweise an der Stelle, wo halt wirklich heißeste Temperatur herrscht. Und die hält halt die Temperatur auch eine Weile. Und wenn man die halt dann anfasst, wird das ein bisschen warm. So ein ganz kleines bisschen.
bauen. Nee, ich hasse das. Was schmeißen die hier die ganze Zeit? Oh, die sehen wirklich aus wie Menschen, die Typen. Oh, cool, ein neuer Pluspanzer. Werde ich mal ausprobieren. Der ist ein bisschen, also ein bisschen weniger Stabilität. Oh, der sieht noch eine Ecke geiler aus, oder? Er sieht halt so richtig schmutzig und abgetragen aus. Okay, der mittlerweile, also der nicht mehr. Aber er ist halt falsche Farbe. Die Farbenkombination ist halt geiler. Stärkerer Rotanteil wäre halt noch cooler. Und du hast so einen coolen Rock. Wow. Was bist du denn für ein Schwächling? Der kippt einfach nach zwei Schlägen um und tut hier so, als wäre der der Obermacker. Und natürlich ist da einer von diesen kranken Schweinen in diesen Apparaturen. Oh, hier ist so eine Fingerleserin. Guck mal, wie geil das ausschaut. Nicht ins Nichts rennen, das ist ein bisschen dumm. You, please, I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Oma, ich glaube, deine Augen sehen nicht mehr ganz so saftig aus. Oh, bless you. Oh. Mikela's favor can be yours. Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered, but alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Okay. Kann ich diese Oma eigentlich umlegen? Nein. Die Antwort darauf ist nein. Ja, wieder schön ins Mikrofon gehen. Das ist immer gut. Kein Geheimnis, kein Nichts. Hätte ich nur dies, ein Haus. Diese Nachrichten sind so traurig. Das war gerade ein bisschen dumm. Minimal. Ganz klar minimal dumm. Marikas Pfahl, bitteschön. Dankeschön. Lass das nicht so weit weg sein.
Das war ein bisschen feurig. Die ganze Situation. Das Springende und Singende und... Na klar. Da falle ich wieder runter. Aber das ist okay. Oha. Ich bin nicht hier, Jungs. Was habt ihr wieder vergessen, ja? Na klar. Aber wieso bist du jetzt immun gegen meine Attacken? Eine Rune. Als ob. Was war das? Boah. Das waren meine Runen. Wie viel hatte ich? Wahrscheinlich nicht genug für ein Level oder so. Aber was war das denn gerade? Wieso habe ich den denn nicht geguardbreakt? Oder zumindest zurückschrecken lassen? Wie, keine Ahnung, das letzte Mal? So wie da? Wo kommst du denn her? Ja, 8000, das ist... Ja klar. Sag mal, haben wir es jetzt gleich mal mit hinfallen? Lächerlich. Weißt du, die Typen mit Schild stoße ich die ganze Zeit zurück und den Typen ohne Schild plötzlich nicht. Ach ne, doch, tue ich. Entschuldigung. Ich unterbreche ihn auch mit meinen leichten Schlägen. So ist es ja nicht. Warum es gerade nicht passiert ist, wer weiß. 800. Welcher Elch hat mich da wohl wieder geritten? Boah, ich hasse diese Wurfsachen.
Ich will jetzt nicht sagen, Junge, aber das war ein bisschen kacke. Gut. Vielleicht ist hier auf der anderen Seite noch irgendwas. Ja, man sieht, wie wenig 8000 waren. Ich habe halt jetzt schon wieder 3000. Ist halt mittlerweile nichts. Oh, blau-weißes Holzschild. Geiler Scheiß. Wir sehen nicht nur geil aus, wir machen auch ordentlich Schaden. Auch wenn ich schon gerne eine ordentliche Waffe hätte, die, ich weiß nicht, skaliert auf irgendwas. Ach, als ob ich hier nicht weiterkomme. Ich brauche irgendeinen Schlüssel oder so. Karte des Treffpunktes. Ihr habt eine einfache Karte gefunden. Kann ich die vielleicht auch vergrößern? Okay, da sind Inseln und da ist nicht Insel. Oh Gott, ist das winzig. Ich muss gerade mal ranzoomen. Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht. Indem ich meinen Kopf näher ranhalte. Moment, ich nehme mal kurz das Mikrofon mit. Also, was sehen wir? Wir sehen hier irgendwas Schlossmäßiges. Könnte die Akademie sein? Gut möglich. Dann haben wir hier eine versunkene Stadt. Das könnte die versunkene Stadt vor der Akademie sein. Dann haben wir hier so einen abspritzende Gurke als Landinsel und darunter dann normale Inseln. So. Und hier ist wieder Land. Das heißt, hier wird außenrum Land sein, hier sind die beiden Inseln. Bei Inseln oben ist so ein Peniszweig, das wird schon passen. Ich meine natürlich Gurkenzweig. Da. Da ist Mr. Penis. Das da. Da ist die abspritzende Gurke. Und hier drauf hat er seine blauen Markierungen gesetzt. Bin ich nicht ein Rätselmeister? Ich musste nur die Karte etwas ranzoomen. Nennen wir es so. Oh, warte, ich kann ja meine Zauberflaschen verbessern. Geil, jetzt habe ich schon 8 Stück.
Ja, Rätselkönig Ryo klärt alles auf. Oder so. Komm ich hier runter? Nein. Ein weiterer Kill für den Fallschaden. Fallschaden 62, Elden Ring 0. Ich glaube, so ungefähr passt das mit der Rechnung. I mean, wir hatten halt bisher wirklich keinen besonders schweren Boss. Nur einen, den ich halt nicht auf dem Level, auf dem ich gerade bin, besiegen konnte. Auf dem Level, auf dem ich war. Achso, meine Runen werden da oben drauf liegen, oder? Ja. Ja, das andere ist so ewig weit weg. Hallo Jungs, lasst mich mal kurz durch, ja? Dankeschön. Komme ich hier runter? Naja. So muss man darunter keinerlei Fallschaden kassiert. Ich bin ein Gott. Ein junger Gott. Hier sind schon wieder diese hässlichen Pflanzen überall. Bist du fertig mit rumfurzen? Bitteschön, Dankeschön. Nein, bist du nicht. Oh, dankeschön. Alle Runen eingesammelt. Komm, du siehst hier so aus, als wäre hier auch noch irgendwas versteckt. Hier ist erstmal ein Grizzlybär. Geiler Scheiß. Ja, Entschuldigung, ich gehe ja schon. Entschuldigung, dass ich überhaupt da war. Also irgendwann reicht's auch mein Bärchen, ja?
Sind wir auf der Insel, auf der ich wollte? Nö. Digit, digit. Okay. Da findet jemand nicht so geil, dass ich auf seiner Insel bin. Oh. Oh, der wird doch aber richtig geile Blutungsdolche haben, oder? Droppst du die? Nee. Das hat er nicht gemacht. Der Penner. Ich hätte den seine Waffe sehr gerne gehabt. Die sah nämlich mega cool aus. Kann man denn an dem schon wieder sterben? Loser. Ich glaube, ich sollte manche Spiele wirklich auf New Game Plus oder so nochmal spielen. Die werden doch dann schwieriger, oder? Ja, die Rosenkirche habe ich hier gerade gehabt. Ich muss hier hoch. Oh, ein Ballon. Ach, kann ich nicht verwenden. Ah, das sind so diese hässlichen Viechern. Das Schwert reinstecken ins Loch. Oh, Eierstock eines Sandoktopusses. Geil. Ich glaube, ich habe mein Schwert in seinen Eierstock reingesteckt. Ah, Schmiedestein. Also ich gebe es ehrlich zu, dieses Gebiet macht nicht so viel Spaß zu erkunden. Das sieht zwar mega geil aus, aber die Gegner hier sind echt... Sind ja diese mega unangenehmen Gegner aus jedem Gebiet bisher. Oh, Tempelviertel. Mhm. Ich glaube, hier war mal ein Tempel. Steigst du vom Pferd auch mal ab? Dankeschön. Oh, eisiges Beil. Brauche ich mehr Geschicklichkeit für. Aber das sieht halt schon witzig aus.
Das Teil ist geil. Das kommt auf die wir spielen es, sobald ich genug Geschicklichkeit habe, Liste. Das Teil ist ja mega. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der das gerade zugeschlagen hat. So ratsch, 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 ratsch. Oh, hier ist eine Gnade. Ich glaube, gewichtstechnisch war das auch ein Ticken leichter, oder? Ja. So, was haben wir hier Spaßiges? Ich lasse mal meinen Bogen ausgerüstet. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen räudiger hier rumrennen. Oh je. Ach, warte mal, bist du ein Drache? Du wirkst wie ein Drache, ja? Geiler Drache. Der Drache sieht ja am geilsten aus bisher. Ich liebe diese Kombination, dieses hellrot oder hellgrüne Feuer. Das ist einfach mega geil. Wie geil das aussieht. Ich liebe es. Oho. Ich hab so das Gefühl, diesen Drachen soll man eigentlich mit Magie töten. Oh, geiler Scheiß.
Au. Und da tut aber ordentlich weh, der Drache, das muss ich sagen. Aber schaut euch den armen Drachen an, der sieht ja kaum was. Der hat so eine mega verbrannte Stirn, der Arme. Der Schwanz eines Drachens ist seine harmlose Stelle. Da muss man immer anfassen. Die mich selbst in einem Spiel die scheiß Stechmücken nicht in Ruhe lassen. Seht ihr immer wieder diese Stechmücke, die um mich herumkreist? Hier ist die ganze Zeit so ein scheiß Drache, der Feuer spuckt und die Stechmücke. Boah, geil, oder? Au. Da hat er versucht, mich zu baiten. Das habe ich mitbekommen. Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also, das hat mich gerade ein bisschen kalt erwischt. Ich habe nicht erwartet, dass der so viel Schaden austeilen kann. Ah.
Ich habe ja mittlerweile viel geilere Talismänner. Erhöht die Robustheit. Achso, das war. Nee, was ist Robustheit? Ah, Blutverlust und Frost. Ja, ich glaube, ich versuche noch einmal den Drachen zu legen, dann mache ich für heute auch Schluss. Oder zumindest für heute. Dann machen wir einen Tag Pause mit Stream. Und dann Mittwoch weiter. Ja, Mittwochabend. Mittwochabend, 20.15 Uhr, wieder einschalten. Beste Sendezeit. Ich habe Feuerschaden. Überleg gerade, soll ich alle Runen, die ich habe, poppen, um hier das eisige Beil sozusagen. Ja, nee, das ist auch nicht gelevelt. Das machen wir mal nicht. Oder ich könnte trotzdem alle viele Schmiedesteine, die ich mittlerweile habe. Also Stufe 3 und so weiter fehlt. Ja, was mir gerade auch auffällt, ich habe einfach nicht die maximale Rüstung getragen. 2000. So viel habe ich eigentlich gar nicht an Ruhm. Naja. Ja, ich habe den Bogen wieder ausgerüstet. I know. Als ob der Brustpanzer aber besser ist als der. Okay, der ist auch leichter. Da ist halt nur minimal. Dann holen wir mal kurz die Runen zurück. Die, keine Ahnung, 3000, 4000. Frage ist, kann ich den im Crit verpassen? Nein. Einmal mit einem Arschmedien bitte, danke. Oder auch nicht. Hallo? Ich wollte im Übrigen gerade mal versuchen, auf den Kopf zu treffen. Das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Au.
Ich glaube nicht, dass das was wird. Der Versuch sieht scheiße aus. Alter Vater. Ich find's einfach geil, wie da jedes lebende Wesen im Umkreis auslöscht. Nein! Ich hab so das Gefühl, es gibt so einen Blindspot unter ihm. Oh nee. Den gibt's nicht. Der schnappt einmal komplett rum. Ja klar. Wow. Irgendwie wirkte dieses Feuer nicht mehr so feurig. Na gut. Dann wird das heute mit dem Drachen nichts. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Hier auf diesem wunderbaren, einzigartigen, unglaublich fantastischen Kanal.